Hallo zusammen, hier ist Zanny Upcrow und ich erkläre euch heute in 6 Minuten Endgame bzw. zeige euch, was mir aufgefallen ist an Endgame. Ich werde Air Superiority, Capture the Flag anschauen und auch noch Eroberung, weil da ist was Neues dabei, so das sogenannte Dropship. Aber Rush habe ich diesmal sein gelassen, weil da nicht wirklich was grundlegend Neues dabei ist, sondern hauptsächlich das Dirtbike, neue Maps, aber das werde ich ein andermal ausführlicher anschauen. Dieses Gameplay ist. Die Gameplays, die kommen werden, sind teilweise sehr schlecht. Aber es geht auch nicht darum, zu zeigen, was ich jetzt drauf habe, sondern einfach, ja, es sind Momente, die ich für erwähnungswert halte. Das werdet ihr auch sehen. Ab und zu wird es vielleicht ein bisschen zynisch oder ich mache mich einfach darüber lustig, aber Battlefield ist ein Hammerspiel, aber man darf und soll sich auch darüber lustig machen. Also keine Moralapostel, bitte. Legen wir mal los. So. Wir sind hier auf Capture the Flag und ich gehe ins Auto. Das ist eines dieser neuen Teile da, ne? Und da dieses Geräusch, habt ihr es gehört? Nochmal. Das wird euch nerven. Ich schwör's euch. Das hat mich so genervt, dass ich Capture the Flag gezockt habe. Ebenso. Alter. Das finde ich so ein nerviges Geräusch. Also Glück kommt das nur dann, wenn der Gegner es verkackt oder wir es verkackt haben oder halt nicht verkackt haben. Das ist, wieso man nicht versuchen sollte, Road zu killen. Aber ja, es gibt auch die Lösung. Also steigen. Und hier seht ihr, man kriegt krasse 100 Punkte, wenn man nur einen Typen eliminiert, der eine Fahne trägt. Also, es wird natürlich nicht Punkte sprießen, weil es gibt ja nur eine Flagge, aber trotzdem finde ich das ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich habe ja keine Probleme gegen Punkte, aber gleich 100 Punkte dafür, ja. Dann, weiter geht's. Es gibt auf Capture Flag Helikopter, hier auf dieser Map Vipers, aber es gibt auch dann Little Birds, den Viper habe ich gerade runtergeholt. Natürlich gibt es auch Panzer, die neuen fahrenden Flugabwehr, Humvees und selbstverständlich die Dirtbikes, die enorm wendig sind, das werdet ihr auch später noch sehen. Hier bewache ich gerade die Flagge und das wird auch ein wesentlicher Bestandteil sein des Spiels, die Flagge auch bewachen. Ja, und hier kommt das Beispiel. Das Problem, dass die nicht wissen, wo sie mit der Flagge hin sollen. Die stehen da rum, ich komme nicht raus, blockiert es, der andere kommt dazu. Und jetzt passiert genau das, was nicht passieren sollte. Oh Gott. Also, was sie nicht gepatcht haben, wahrscheinlich auch nicht können, sind die grottenschlechten Spieler. Aber ich muss zugeben, es ist nicht ganz klar, wohin die blöde Flagge denn hin muss. Denn wenn man da mit der Flagge rumsteht, da steht ja nie irgendwo, bringe sie dorthin. Es ist nicht wirklich als Einsatzziel markiert. Man sieht nur die jeweilige eigene Flagge oder die der Gegner. Aber man muss die gegnerische ja irgendwo unterbringen können. Und genau das raffen die meisten eben nicht. Das finde ich, das sollte man irgendwie besser markieren. Wahrscheinlich wird es in der nächsten Woche, ich habe jetzt keine gravierenden Bugs gesehen oder so, aber wenn es entdeckt wird, da ist sicher Panik machen und dann auch schnell ein Update rausbringen, das mal noch locker Gigabyte verschlingt. Und diese Dinge dann eben fixt. Aber ich denke, das könnte man verbessern. Weiter geht's zu Area Superiority. Man muss ja nicht mehr starten. Man ist direkt schon in der Luft. Das finde ich sehr geil. Feature gefällt mir. Ja, und das ist wirklich ernst gemeint gewesen hier. 12 gegen 12 Dogfights. Ja, und ich spule hier ein bisschen, weil es ist nicht besonders spannend. Man fliegt hauptsächlich in der Gegend rum. Das Killfeed, das ist krass. Da siehst du meistens mehr Selbstmord oder Crashes als effektiv ein Kill, oder? Ja. Aber trotzdem, es ist sehr geil. Ein bisschen durcheinander. Und hier seht ihr, was passiert. Achtung, Fehlfunktion des Schleusers. Das soll so viel heißen. Nee, wir lassen dich nicht aussteigen. Kleine Pussy bleibt darin und verrecke. Wenn man dann sagt, nee, ich gebe dem den Kill nicht. Alternative Selbstmord. Das vielleicht ein bisschen feige. Aber finde ich fast und lächerlich. Auch ein Schleudersitz ist aktiv. Wir können ja gleich sagen, aussteigen nicht möglich. Ja, ich verstehe nicht ganz wieso nicht. So viel Sinn hat das ja nicht. Weiter geht's mit Eroberung. Ja, hier seht ihr das Dropship. Ist ja auch ein geiles Teil, weil das fährt dann von Starter bei A und fliegt über E und umgekehrt. Und
Du kannst auswählen, wenn du rausspringst, das Gunship, das spawnst ja, und dann wirst du gleich rausgeschmissen. Aber hier, das finde ich schade. Jetzt hat man schon so ein Dropship, also da könnte man auch noch eine Animation einbauen, wie zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt da raus und dann sehe ich nur meine Beine, wie die da abspringen und so Zeugs. Beim LAB haben die das ja geschafft, wenn der da runtergeschmissen wird. Jo, und hier kommt noch das Dropship von der Dropship von der gegnerischen Seite. Das ist dermaßen leicht runterzuholen. Das verträgt so gut wie gar nichts und langweilig, yay, Flurs. Kann man doch spektakulär machen. So, tadam, tam, tadam, tam, tadam, tam. So pro. Problem nur, es hört niemand, es sieht niemand. Vorausgesetzt, da schaut gerade dann an den Himmel, wenn du was zerstörst, aber du, im seltensten Fall ist irgendwer drin, oh mein Gott, magische Anziehungskraft. Im seltensten Fall ist irgendwer da drin, das heißt, keiner bemerkt, dass du das Teil mit einem RPG kaputt geschossen hast. Also bleibt es aus, das Zerstören des Dropships relativ unspektakulär. Und dir das neue Dirtbike, so geil. Ich liebe es, mit dem Teil in der Gegend rum zu heizen und dann auf den Sack zu gehen, weil dich keine Sau trifft. Es ist einfach viel zu herrlich. Das Teil ist dermaßen bändig. Und hier sehen wir es, ein Panzer, der fühlt sich genervt. Nach einer Runde drehen, ne? Da, oh, nee. Das kannst du so gut die gar nicht treffen, also du weißt, wo der Typ hin will. Und dann macht man irgendwann einen Fehler und dann kommt ein bescheuerter Idiot mit einer 4M41 und holt einfach nach runter. Da kann man nichts machen. Und das habe ich noch entdeckt, fand ich geil. Die Server von EA. Ja, nicht mal so ganz verstanden, ne? Ja, nee, Spaß beiseite. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Jo, ich hoffe, euch hat dieses Gameplay, ja, dann wurde hier nicht das Gameplay, ne? Dieses Commentary gefallen. Und bei Fragen, Anregungen, immer gerne, Kommentare, Nachrichten, alles. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Eindruck, oder besser gesagt, meinen Eindruck kennengelernt von Endgame. Klar, ihr müsst es immer selber ausprobieren, euch eine Meinung bilden. Hier habt ihr meine. Und wir sehen uns demnächst mal auf dem Battlefield. Bis denne.